Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kurzzeitpflege ist ein wichtiger Bestandteil unseres Gesundheitssystems, welcher die dauerhafte stationäre Unterbringung längst möglich nach hinten schieben soll. Ziel ist es, dass nach dem Aufenthalt bei der Kurzzeitpflege man wieder in sein voriges Umfeld zurückkehren kann. Und weit über die Hälfte der Pflegebedürftigen werden in ihrem Zuhause betreut, von ambulanten Pflegediensten, zumeist aber von der eigenen Familie. Und ohne die vielen pflegenden Angehörigen wäre dieses Gesundheitssystem, diese Pflege, wie sie jetzt in Deutschland existiert, nicht zu machen. Schließlich tun die Angehörigen jeden Tag einen außerordentlichen Dienst und erfahren dabei sogar oft für sie selbst finanzielle wie mentale Einbußen. Und bereits in dieser Konstellation ist der Fachkräftemangel deutlich ausgeprägt. Ohne das Zutun der Familien wären wir mit der Daseinsvorsorge hier aufgeschmissen. Und daher kann man denjenigen, die sich um die Eltern und die Großeltern kümmern, gar nicht genug danken, was ich hier nochmal ausdrücklich tun möchte. Ich gehe davon aus, dass es eigentlich im Sinne aller Anwesenden hier im Plenarsaal ist. Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege sind Instrumente, die das Leben in den eigenen vier Wänden möglichst lange absichern sollen. Kurzzeitpflegeplätze sind überwiegend rar und häufig nur vereinzelt in stationären Altenpflegeeinrichtungen integriert, welche dann, es wurde auch schon beschrieben, dann häufig zu dauerhaften Unterbringungen überführt werden. Eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung hat sich bisher in Schleswig-Holstein noch nicht so wirklich etabliert, auch wenn es der Bedarf in den Ballungsgebieten sicherlich hergeben würde. Neben den hohen Investitionskosten sind die derzeit gültigen Vergütungssätze im Vergleich zur Langzeitpflege unrentabel. Und da bekräftigen wir nochmal die Forderung in unserem Antrag, dass die Vergütungssätze für Kurzzeitpflege deutlich verbessert werden. Diese Vergütung sollte am besten sogar höher als die der Langzeitpflege sein, um Fehlanreize zur dauerhaften stationären Aufnahme zu senken. Insbesondere die CDU- und SPD-Kolleginnen und Kollegen bitte ich hier, auf ihre Parteifreunde im Bundestag und in der Bundesregierung hinzuwirken, diese gemeinsame Forderung auch umzusetzen. Wie wir aus den beiden vergangenen Landtagsdebatten zur Kurzzeitpflege schon bereits wissen, gibt es schließlich dazu bereits ein Bekenntnis der CDU- und SPD-Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag, genauer auf Seite 96 und 97. Die GroKo will nach eigenen Worten, Zitat, die Angebote für eine verlässliche Kurzzeitpflege stärken, indem wir eine wirtschaftlich tragfähige Lösung sicherstellen. Zitat Ende. Durch die bisher fehlende betriebswirtschaftliche Rentabilität von Kurzzeitpflegeeinrichtungen wurden auch Investitionen zur Errichtung solitärer Stationen gescheut. Es ist daher auch kein Betreiber vorzuwerfen, unter diesen finanziellen Rahmenbedingungen bisher zögerlich mit dem Ausweiten von Kurzzeitpflegeplätzen umgegangen zu sein. Mit dem gemeinsamen Antrag, der auch schon erwähnt wird, über die Verwendung der Corona-Notkredite, Drucksache 19-2492, stellen wir landesseitig für 2021 und 2022 nun insgesamt 10 Millionen Euro zur Verfügung. Und Frau Pauls, Sie hatten gerade noch kritisiert, dass wir über so viel Geld sprechen. Ich denke, dass diese 10 Millionen Euro, die Idee kam, die wurde ja von Ihnen aufgegriffen oder aufgeworfen, sicherlich eine gute Sache sind für die Pflege. Und ich hoffe, dass auch zügig diese Gelder in den Bau entsprechend in das Angebot münden wird. Nee, Sie haben aber auch darüber gesprochen, wo es nicht in Antrag steht, Frau Pauls. Also ist gut. Ich hätte gerne etwas mehr Gemeinsamkeit in dieser Sache. Ich glaube, das täte allen gut, allen Pflegenden, alle Pflegekräften, allen pflegenden Angehörigen. Da habe ich Sie sicherlich an unserer Seite, Frau Pauls, hoffe ich zumindest. Einen weiteren Punkt, den ich hier gerne aufgreifen möchte, der uns auch als Freie Demokraten besonders wichtig war, der vielleicht eher als Kleinigkeit gelesen wird, aber für die Ad-Hoc-Betroffenen wirklich viel Erleichterung mit sich bringen kann, das ist die Erstellung eines digitalen Portals, möglichst mit Echtdaten, damit man sofort sehen kann, wo im Umkreis freie Plätze gerade akut jetzt zur Verfügung stehen. Denn der Bedarf, schnellstmöglich einen Platz zu finden, der kommt eigentlich immer zum ungünstigen Zeitpunkt. Er kommt zum Zeitpunkt, wo der Pflegestützpunkt telefonisch oder nicht mehr besetzt ist. Er kommt am späten Abend, Freitagabend, Wochenende oder an Feiertagen. Und dafür wäre so ein Portal wirklich für die Betroffenen von besonderem Vorteil, dass man das schnell nachvollziehen kann. Und abschließend, aus Schleswig-Holstein sind mehrere gute Initiativen zur Pflegepolitik gekommen, die häufig auch überwiegend gemeinsam hier beschlossen wurden und zur Bundesebene gebracht wurden. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch dieses Mal ein breites Votum der Landesregierung mitgegeben wird, damit unsere Forderungen, die wir hier aufstellen, zum Wohle der Pflegebedürftigen, zum Wohle der Angehörigen und nicht zuletzt natürlich zum Wohle der Pflegenden Gehör finden, umgesetzt werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.